Wenn ich denke, dass es nicht einmal ein Jahr her ist, ganz genau war es der 6. September, als ich das allererste Mal ein Bild von der Janet gesehen habe. Was alles passiert ist in dieser Zeit, das ist so überwältigend, das ist fast nicht erklärbar. Zuerst ungläubig, nein, das Schiff kriegen wir eh nie hierher. Das ist in England, das muss dann über Rotterdam, der Rhein darauf kommen. Das war irgendetwas, das ich mir gar nie vorstellen konnte. Das ist, glaube ich, etwas, was man einmal im Leben erlebt. Also die Garnet ist natürlich ein wunderschönes Schiff und nicht zuletzt hat es noch meinen Jahrgang. Es ist der Jahrgang 1954, das hat mich natürlich besonders gefreut. Letztendlich haben wir das Manöver mit dem Wild Mann müssen machen. Das war noch relativ diffizil. Wir haben die Garnet an den Wildmann hergekoppelt und haben dann letztendlich das Schiff hier aussen auf den Pföhl festbinden. Ja, nach der langen Reise, wo wir den Leuchtturm abschneiden mussten, dass wir überhaupt unter dieser Brücke durchkommen, war es wirklich crazy zu sehen, den Leuchtturm. Fast schon raketenähnlich, mit einem riesen Kran, minutiös und millimetergenau aus dem Loch rausgehoben worden ist. Mit Angstschweiß auf der Stirn, schaffen wir das? Kommt er durch das Loch durch? Das war ein crazy Moment. Jetzt ist er wieder da, wenn er herangehört. Festgelötet, festgeschweißt und ready für Sturm und Gewitter und Musik. Der spannendste Moment war für mich natürlich, als Garnet die ersten 50 cm aus dem Wasser gezogen worden ist. Erstens hat man noch nie so ein schweres Gewicht gehoben, europaweit, mit diesen 600 Tonnen. Und ich war ganz nahe bei der Garnet und habe gehört, ob sie irgendjemand krosset, giert oder knackt. Oder ich dachte, irgendwie muss man das hören. Aber es war ganz spannend. Es hat keinen einzigen Ton von sich gegeben, als wäre die Poller, die wir extra angeschweißt haben, als wären die schon immer dran gewesen und gehört es zu diesem Schiff. Extrem eindrücklich gsi, vor allem wie das Kranunternehmen geschafft hat. Es war keine nervös, es hat keinen nervösen Funkspruch durchgegeben. Als du hier warst, war ich ein Teil von der Garnet oder vom Kran, Kranführer. Ich war sehr konzentriert mit dabei gewesen. Wo dann gerne in der Erde gesessen ist. Auf dem Bett, das wir für sie vorbereitet haben. Das sind unbeschreibliche Emotionen und auch Freude und gar nicht vielleicht bis zu einem gewissen Grad realisieren, was wir jetzt hier alles gemacht haben. Mit dem Stranden vom, wie wir es nennen, vom Garnetli, geht wirklich ein jahrelanger Wunsch in Erfüllung. Nämlich, dass wir endlich Konzerte lärmgeschützt veranstalten können. Und was gibt es für einen schöneren Raum als in einem Bug von so einer alten, roten Dame? Bei uns steht noch sehr viel Arbeit bevor, mit dem ganzen schönes Interieur verpassen. Und noch mehr freue ich mich auf das, wenn wirklich die ersten Konzerte in diesem Bug stattfinden, für Musikbegeisterte, Kulturbegeisterte und Arbeit zu verbringen. Auf das freue ich mich. Das wäre cool.